Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. So steht's geschrieben in Artikel 151 der Bayerischen Verfassung. Na dann! Auf! Zum Gemeinwohl! Können auch Gemeinden die Gemeinwohlökonomie umsetzen? Tun sie das nicht sowieso schon, sozusagen von Gesetzes wegen her? Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Zu diesen und anderen Fragen begrüßen Sie heute am Mikrofon recht herzlich Andrea Behm und Reinald Schwarz zur Sendung der Gemeinwohlökonomie Bayern auf Radio Lora 92.4. Wie also kommen Gemeinden und die Gemeinwohlökonomie zusammen? Sind Gemeinden nicht schon per se zum Gemeinwohl verpflichtet und verwirklichen dieses? Ein Blick in die Bayerische Gemeindeordnung verschafft uns einen ersten Zugang zu dieser Frage. Dort heißt es in Artikel 57, dass Gemeinden öffentliche Einrichtungen schaffen, die für das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Wohl und die Förderung des Gemeinschaftslebens ihrer Einwohnerinnen und Einwohner erforderlich sind. Hierbei müssen sie die Belange des Natur- und Umweltschutzes berücksichtigen. Und Artikel 87 hält fest, dass alle Tätigkeiten, mit denen die Gemeinde oder ihre Unternehmen an dem vom Wettbewerb beherrschten Wirtschaftsleben teilnehmen, um Gewinn zu erzielen, keinem öffentlichen Zweck entsprechen. Die Absicht also, Gewinn zu erzielen, darf nicht leitendes Motiv gemeindlichen Wirtschaftens sein. Dies alles entspricht voll und ganz den Ansätzen der Gemeinwohlökonomie. Hat diese aber mit der Gemeinwohlbilanz nicht in erster Linie ein Werkzeug für Unternehmen und weniger für Gemeinden entwickelt? Das haben wir Brigitte Gronau gefragt, die nicht nur Vorstandsmitglied im Bayerischen Verein der Gemeinwohlökonomie ist, sondern in Weilheim, einer oberbayerischen Kreisstadt mit 22.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, die dortige Regionalgruppe der Gemeinwohlökonomie koordiniert. Ja, das ist richtig. Wir haben uns auch mit der Gemeinwohlökonomiebilanz für Unternehmen beschäftigt und im Laufe unserer stabilen Zusammenarbeit einfach immer mehr gemerkt, für uns ist es wichtig, auf die Kommunen zu gehen, weil das unser höchster Wirkhebel ist für Veränderungen, einfach diese politische Schiene. Was haben Sie da bislang unternommen, um die Gemeinwohlökonomie kommunal zu verankern? Es gab schon mehrere allgemeine Informationsveranstaltungen. Wir haben auch eine Informationsveranstaltung gehabt vor den Wahlen, dass auch GWÖ-Kriterien bei den Kandidaten, die sich zur Wahl gestellt haben, vorgestellt worden sind, abgefragt worden sind. Wir haben in mehreren Gemeinden Vorträge schon gehalten und da die GWÖ vorgestellt. Welche waren das zum Beispiel? Das waren Hohenpeißenberg, Wielenbach, Wessobrunn, Oberhausen und Hugelfing. Und in welchen Gemeinden, würden Sie jetzt sagen, sind Sie ganz erfolgreich gewesen? Was hat sich da weiterentwickelt? Es gab in Wielenbach gleich im Anschluss einen 15:0 Entscheid, einstimmigen Bescheid der Gemeinde Wielenbach, sich auf den Weg für die Gemeinwohlökonomiegemeinde zu machen. In Wessobrunn ist jetzt auch seit Dezember der Beschluss gefallen und Peißenberg, das haben wir heute sehr mit Freude vernommen, ist auch auf einem sehr guten Weg. Man kann sagen, dass jetzt drei Gemeinden in ihrer Region sich politisch mit dem Modell der Gemeinwohlökonomie beschäftigt haben und das auch im Gemeinderatsbeschluss zum Teil umgesetzt haben. 4, 5 andere Gemeinden haben das ja jetzt noch nicht gemacht, wo sie auch Vorträge gehalten haben. Wo, glauben Sie, stößt die Gemeinwohlökonomie kommunal auf die größten Widerstände? Viele Gemeinden sagen,
Wir machen ja sowieso schon, wir sind ja per se, per Gesetz fürs Gemeinwohl zuständig. Warum müssen wir uns noch so viel Arbeit machen, um zum Beispiel eine Bilanzierung zu machen? Das ist ein Punkt einfach. Die Ressourcen sind beschränkt, die Gemeinderäte sind ehrenamtlich tätig, die Verwaltungen haben auch so schon gut zu tun. Das ist schon von unserer Wahrnehmung her einfach ein Hindernis. Und wie sieht es da jetzt in Ihrer eigenen Heimatgemeinde, in der Gemeinde Weilheim aus? Das ist noch ein weiterer Weg. Und dafür wünschen wir Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank für das Interview. Am 1. Juni 2017 hat, wie wir von Brigitte Gronau gehört haben, der Gemeinderat von Wielenbach, eine oberbayerische Gemeinde mit 3000 Einwohnerinnen und Einwohnern, einstimmig beschlossen, Gemeinwohlgemeinde nach den Visionen und Vorgaben der Gemeinwohlökonomie zu werden und sich an regionalen Gemeinwohlzusammenschlüssen zu beteiligen. Das klingt ermutigend. Und wie steht's mit der kleinen Nachbargemeinde Wessobrunn, die bekannt ist durch ihr Kloster und seine berühmten Stuckateure? Wir treffen den Bürgermeister Helmut Dinter, der seit 10 Jahren im Amt ist, und fragen ihn, was seine Gemeinde mit ca. 2300 Bürgerinnen und Bürgern derzeit bewegt. Ja, wir unterhalten uns im Gemeinderat schon seit vielen Jahren darüber, ob das mit unserem Wirtschaftssystem, so wie es im Moment abläuft, auf Dauer gut gehen kann. Und wir sind recht einhellig zu dem Ergebnis gekommen, dass es viele Verbesserungsmöglichkeiten geben müsste und auch notwendig sind. Und dann haben wir uns halt ja relativ bald immer wieder unterhalten, was denn Alternativen sein könnten. Wir sind dann auf die Gemeinwohlökonomie gestoßen. Wie sind Sie da drauf gekommen? Da kommt man drauf, indem man halt ja interessiert und offen durch die Welt geht. Und in Weilheim gibt es eine Gemeinwohlökonomie-Gruppe, die natürlich auch entsprechend mit Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen immer wieder in aufgefallen ist, und wir haben uns dann da regelmäßig immer mal wieder sehen lassen, haben uns schlau gemacht, was denn das sein kann und wie das gehen kann, und so sind wir da drauf gekommen. Und dann habe ich gehört, haben Sie einfach eine Vorlage entwickelt, einen Beschlussentwurf, und haben es dem Gemeinderat vorgelegt? Ja, also losgegangen ist es natürlich ein bisschen anders. Wir haben gesagt, kann denn das sein, dass wir von den Betrieben anderes Wirtschaften erwarten, wird denn das funktionieren? Und wir haben dann relativ bald gesagt, nein, da müssen wohl wir als Gemeinde mit gutem Beispiel vorangehen, und sind so auf die Idee gekommen, Gemeinwohlökonomie-Gemeinde zu werden. Und viele kleine Dinge aus der Gemeinwohlökonomie, die kann man tun und haben wir schon gemacht, ohne dass wir eigentlich gewusst haben, dass das so heißt, sondern das war ganz automatisch. Zum Beispiel? Naja, zum Beispiel, dass es in der Gemeinde Wessobrunn nur Beschäftigte gibt, die in der Gemeinde angestellt sind. Also zum Beispiel, wir haben keine ausgegliederten billige Putzkräfte, die irgendwo in einer Putzfirma arbeiten. Wir haben keine ausgegliederten Kindergärten. Das ganze Kindergartenpersonal arbeitet und ist angestellt in der Gemeinde zu tariflichen Bedingungen beschäftigt und entlohnt. Ja, in unserem Bauhof, in unserem gemeindlichen Dorf versuchen wir halt möglichst hohe Qualifikationen bei den Mitarbeitern zu haben, dass die viele Dinge selber erledigen können und so weiter. Es gibt da ganze Latte von Beispielen. Also Wessobrunn befindet sich schon auf einem Weg, und trotzdem haben Sie jetzt den Gemeinderatsbeschluss gefasst. Was sagt der genau? Ja, der Gemeinderatsbeschluss sagt, dass wir offiziell Gemeinwohlökonomie-Gemeinde sind oder werden wollen, und das soll dann zum Ausdruck gebracht werden, dadurch, dass eine erste Gemeinwohlökonomie-Bilanz erstellt wird und ein Gemeinwohlbericht für die Gemeinde. Weil uns natürlich selber interessiert, wo stehen wir gerade, wie schaut es aus, wie ist dann so eine Bewertung, wie stehen wir im Vergleich zu anderen Gemeinden da, dass wir das ein bisschen ja dokumentiert und auch für uns selber festgehalten haben. Vielleicht ergibt sich daraus ja der Anreiz, dann noch besser zu werden. Manchmal läuft ja die Politik in der Gemeinde einen anderen Weg, als jetzt beispielsweise die Verwaltung einer Gemeinde läuft. Gibt es da Überschneidungen zwischen Politik und Verwaltung in der Gemeinde in Wessobrunn, oder muss man da auch noch Dialogprozesse anstoßen oder Synergien schaffen? Also das ist sicher so, dass Verwaltung und die politische Gemeinde nicht immer eins sind, aber in so einem kleinen Dorf wie mir ist dann, da gibt es diese Trennung und Spaltung eigentlich nicht wirklich, sondern wir verstehen uns als Team
Und in dem Team wird natürlich ein Prozess jetzt angestoßen, dass auch die Leute in der Verwaltung sensibilisiert werden, solche Prozesse mit zu begleiten. Das ist auch diskutiert und da gibt es große Offenheit auch bei den einzelnen Personen zu sagen, da machen wir mit. Gibt es da jetzt eine Frist, wo Wessobrunn diesen Gemeinwohlbericht erstellen will oder ist das jetzt erstmal in unabsehbarer Zukunft geplant? Also wir haben uns selber keine Frist gegeben, sondern wir betrachten das eben als Prozess. Wir haben auch einen kleinen Arbeitskreis aus dem Gemeinderat raus nochmal extra entwickelt oder erstellt, die diesen Prozess vorantreiben wollen. Und erst wenn in einem demokratischen Prozess dann entschieden wird, jetzt sind wir soweit oder jetzt fühlen wir uns so weit vorbereitet, erst dann wird es die Bilanz geben. Jetzt habe ich gehört, dass der 15-köpfige Gemeinderat beschlossen hat, natürlich diese Gemeinwohlbilanzierung zu erstellen. Von den 15 Gemeinderatsmitgliedern haben aber nur 9 dafür gestimmt, 6 nicht. Was waren die Argumente der 6 Gegenstimmen? Also die 6, die dagegen gestimmt haben, die haben ganz unterschiedliche Argumente gehabt. Es reicht von einige, die sagen, wir machen das doch eh schon, darum brauchen wir uns sowas nicht zertifizieren lassen, bis hin zum Argument, ich glaube, die Bevölkerung ist noch nicht so weit, darum macht es keinen Sinn, wenn wir als Gemeinde das tun, bis hin zu der Argumentation, dass ja Gemeinwohlökonomie was Komisches ist, in Richtung Kommunismus geht und wir sogar Angst haben, wenn wir das machen, dass wir vielleicht sogar enteignet werden könnten. Da steckt dahinter, dass das, was ja veröffentlicht wird zum Teil von den Gemeinwohlgegnern, dass das halt ja sehr pamphletartig kritisch rüberkommt und wenn man sich halt nicht die große Mühe macht, genau hinzuschauen, dann bleiben halt so komische Argumente übrig. Aber stimmt es nicht wirklich, dass die Gemeinde als öffentliche Einrichtung zum Wohl der Bürgerschaft unterwegs ist? Ich glaube, in der bayerischen Gemeindeordnung steht es auch drinnen. Wieso jetzt noch obendrauf eine Gemeinwohlbilanz? Ja, das steht nicht nur in der Bayerischen Gemeindeordnung, sondern auch in der Bayerischen Verfassung. Aber das eine ist halt die Verfassung und das andere ist die Wirklichkeit draußen. Und da stellen wir schon ganz große Unterschiede fest. Und ich denke, jeder, der mit offenen Augen durch die Welt marschiert, der sieht das auch. Und uns geht es ganz bewusst darum, ja, Zeichen zu setzen und einen bewussten Prozess umzuschirmen, dass man was anderes machen will und das dann auch wieder sehen soll, dass was anderes passiert. Wie glauben Sie, dass Sie jetzt die 6 Gegenstimmen doch noch mitziehen und überzeugen können im Verlaufe des Prozesses? Wie sind da Ihre Hoffnungen? Also das weiß ich nicht. Die Hoffnung ist natürlich, dass im Laufe des Prozesses die 6 merken, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist, wie sie befürchtet haben und deswegen mitmachen. Aber selbst wenn es nicht so ist, ich habe die Gemeinwohlökonomie so verstanden, dass es eben ein demokratischer Prozess ist. Und in der Demokratie muss man halt auch lernen, damit zu leben, dass nicht alle immer mitmachen und ja die Mehrheit oder die große Mehrheit trotzdem dann das macht, wie sie es für richtig erachtet. 12 Jahre alt ist das Lied vom Ende des Kapitalismus, das wir gerade gehört haben. Auch wenn er mittlerweile schwer krank ist, der alte Schlawiner, wie ihn der Musiker Peter Licht nennt, noch lebt er, der Kapitalismus. Weder Kapitalismus noch Kommunismus will die Gemeinwohlökonomie sein. Worum geht es also? Die Gemeinwohlökonomie versteht sich als ökologische, soziale, solidarische und demokratische Marktwirtschaft im Unterschied zur heutigen kapitalistischen Marktwirtschaft. Ihr Ziel ist es, unsere Verfassungswerte wie Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, Mitbestimmung und ökologische Nachhaltigkeit auch in der Wirtschaft transparent zu machen und zu verankern. Und das eben nicht nur in der Privatwirtschaft, sondern auch in Gemeinden und Regionen. Für die hat die Gemeinwohlökonomie inzwischen eine eigene Matrix inklusive Handbuch entwickelt. Beide Dokumente können unter www.ecogood.org heruntergeladen werden. Mehrere Kommunen haben dieses Angebot bereits genutzt. So haben 2017 die Vorarlberger Gemeinden Mäder und Nenzing eine Gemeinwohlbilanz erstellt. GemeindemitarbeiterInnen haben über einen Zeitraum von einem halben Jahr hinweg ihre Gemeinden in den Bereichen Einkauf, Finanzdienstleistungen, Umgang mit den BürgerInnen und eigene Dienstleistungen analysiert. Die Ergebnisse wurden in eine Bewertungsmatrix eingetragen und mit Nachweisen hinterlegt.
Für alle Bereiche wurde eine Punktzahl errechnet, aufgrund derer man ablesen kann, auf welchem Niveau sich das Gemeinwohldenken und Handeln der Gemeinden bereits befindet. In 2 bis 3 Jahren soll geprüft werden, ob und wie sich die Gemeinden weiterentwickelt haben. 4 Unternehmen der Stadt Stuttgart aus ganz unterschiedlichen Bereichen haben unter Federführung der städtischen Wirtschaftsförderung und mit einer vom Stadtrat bewilligten finanziellen Unterstützung verschiedene Prozesse der Gemeinwohlbilanzierung durchlaufen. Dazu ist interessant zu wissen, dass die Förderung der Gemeinwohlökonomie sogar im Koalitionsvertrag der Landesregierung Baden-Württemberg ausdrücklich vereinbart worden ist. Das Wohl von Mensch und Umwelt wird zum obersten Ziel des Wirtschaftens. Diesem Gedanken der Gemeinwohlökonomie folgend haben die städtischen Betriebe Hafen Stuttgart GmbH und Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft MBH die Einstiegsbilanz erstellt. Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart sowie der städtische Eigenbetrieb Leben und Wohnen haben sogar die etwas umfangreichere Gemeinwohlbilanz umgesetzt. Aber nicht nur im Süden sind Gemeinden aktiv. Die 3 nordfriesischen Gemeinden Bordelum, Brecklum und Klicksbühl, unterstützt von den zuständigen Ämtern und der Kreisverwaltung, prüfen die 5 Indikatoren der Gemeinwohlbilanz bezogen auf ihre Gemeinde. 2 Vertreterinnen pro Gemeinde zeichnen sich für den Prozess verantwortlich und diskutieren mit Kolleginnen und Kollegen der anderen Gemeinden die jeweiligen Ergebnisse, tauschen sich über Einschätzungen aus und bewerten sich gegenseitig. Gemeindemitglieder aus Fachausschüssen und Amtsverwaltungen werden mit eingebunden. Die VertreterInnen der Gemeinden werden dabei von zertifizierten GemeinwohlberaterInnen begleitet. Nach Abschluss der Bilanzierung werden die Gemeinwohlberichte extern auditiert. Im Anschluss stellen alle 3 Gemeinden ihre Ergebnisse und Veränderungspotenziale der Öffentlichkeit vor. In Zukunft könnte das erzielte Gemeinwohlbilanzergebnis also Auswirkungen auf die Gemeindeförderungen und auf den Finanzausgleich haben. Wenn eine Gemeinde viel für Mensch und Natur tut, soll sie auch entsprechende Erleichterungen gegenüber jenen Gemeinden genießen, die geringere Anstrengungen unternehmen. Einer der Kommunen und Regionen bei der Verwirklichung einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung berät und begleitet, ist Josef Rother aus Marburg. Auf einem Infoworkshop für Gemeinden haben wir ihn in Weilheim getroffen und zunächst gefragt, warum er die Gemeinwohlbilanz in seiner Arbeit mit den Gemeinden für hilfreich erachtet. Ich bin seit 27 Jahren Kommunalberater. Und wir beschäftigen uns bei meinem Unternehmen schon immer mit der Frage, wie können wir das Thema Wirtschaftsförderung nachhaltiger gestalten. Und als ich auf die Gemeinwohlökonomie gestoßen bin, habe ich gesehen, dass da ein Werkzeug angeboten wird, das auf der einen Seite eine sehr schöne Vision beinhaltet, auf der anderen Seite aber auch mit der Gemeinwohlbilanz ein ganz konkretes Werkzeug, das ich umsetzen kann, um in die richtige Richtung zu gehen. Und da stellt sich ja die Frage, warum sollen das nur Unternehmer machen? Und diese Frage habe ich als Kommunalberater natürlich insbesondere mit dem Fokus gestellt, das müssten doch auch Gemeinden machen. Die Gemeinden sind ja per se dem Gemeinwohl verpflichtet, aber, das ist zumindest meine Beobachtung, sind in den letzten Jahrzehnten auch immer wieder auf völlig anderen Wegen unterwegs. Zum Beispiel? Nun ja, wenn es beispielsweise um Privatisierungsfragen geht, dass man das einseitig unter ökonomischen Aspekten bewertet oder wenn es um die Frage einer Ansiedlung oder einer größeren Infrastrukturmaßnahme geht, dass man hier nicht einen wirklich breiten Blick hat, sondern einen sehr eingeschränkten, eben ökonomischen Blick, der reduziert ist auf die Frage, was kostet mehr Euro und was kostet weniger. Und dabei sind es ja gerade die Gemeinden, die eine sehr große Funktion haben können, wenn es darum geht, einen neuen Gedanken wie die Gemeinwohlökonomie zu verankern. Zum einen sollten sie natürlich selbst Vorbild sein, aufgrund der eben beschriebenen Rolle, die ihnen ohnehin zukommt. Und das setzt nun mal auch voraus, dass man sich zunächst einmal zu bestimmten Werten bekennt. Es geht bei diesem Gedanken grundsätzlich um Werte.
Ich muss mich fragen, ist es mir wichtiger, dass einige wenige Unternehmen an meinem Standort sehr gut Geld verdienen, oder ist es mir wichtiger, dass möglichst viele in meiner Bevölkerung eine zufriedenstellende Arbeit haben? Das kann miteinander verbunden sein, muss es aber nicht. Und das heißt, ich muss Werte benennen, mich dazu bekennen, vielleicht ein Leitbild formulieren, und dann kann ich daran anknüpfend sagen, nun möchte ich diese Werte aber auch messen, denn sonst ist es keine Strategie. Und dann mir Ziele setzen, um eine bessere Erreichung dieser Ziele, dieser Werte zu bewerkstelligen. Ist denn es tatsächlich so, dass einige Städte oder viele Städte und Gemeinden sich bereits Leitbilder gegeben haben, oder sind da viele einfach noch auf dem Weg dahin? Oder gibt es diese Leitbilder tatsächlich schon, die dann zu bemessen wären? Oder fehlt es an den Leitbildern vielleicht schon? Also mir sind einige Gemeinden bekannt, die Leitbilder haben. Das sind jüngere Entwicklungen, aber ein Großteil der Gemeinden verfügt darüber noch nicht. Ja, man leitet im Grunde seine Aufgaben aus dem Kanon ab, der vom Land und von den entsprechenden gesetzlichen Rahmen vorgegeben wird. Aber dass da innerhalb dieses Rahmens Werte eine Rolle spielen können, das wird bislang bei den wenigsten ausdrücklich gemacht. Ganz wichtig ist es aus meiner Sicht, sich klarzumachen, dass die Gemeinden ja alle miteinander schon sehr viel für das Gemeinwohl tun und sie aber leider reduziert werden häufig auf diejenigen, die beispielsweise einen nicht ausgeglichenen Haushalt haben. Und dann rückt leicht das in den Hintergrund, was die Gemeinde alles im sozialen, im ökologischen und sonstigen Bereich tut. Und vor dem Hintergrund stellt sich die Gemeinwohlökonomie und insbesondere das Werkzeug der Gemeinwohlbilanz als ein sehr kluges Werkzeug dar, um auch das alles nach außen zu tragen, was man tut. Und das eben nicht alleine reduziert auf eine Sparte, von mir aus Umweltkommune oder Kommune mit optimaler Vereinbarkeit Beruf und Familie, sondern den Gesamtblick ermöglicht. Und viele Aktivitäten der Gemeinden können in diesem Tableau bereits abgebildet werden und man kann über diese Weise dann sehr schnell erkennen, wo bin ich stark, aber eben auch, wo ist noch Luft nach oben. Sie sind jetzt seit über 22 Jahrzehnten in der Kommunalberatung tätig. Haben Sie den Eindruck aus Ihrer Erfahrung, dass der Blick der Kommunen auf das Wirtschaften anders wird? Wird Wirtschaften vollumfänglicher, vielleicht heute mehr und mehr verstanden? Und wenn ja, woran liegt es? Lassen Sie mich das zunächst als Unternehmer beantworten. Es ist noch ein Nischenmarkt. Das heißt, ein Großteil unserer Kunden, das sind die kommunalen und regionalen Wirtschaftsförderer in den Rathäusern, in den Landratsämtern, tickt so, dass man sich als Dienstleister für das einzelne Unternehmen versteht, um ihm bei einem bestimmten Anliegen weiterzuhelfen. Unsere Zielvorstellung ist es, dass diese Kommunen und insbesondere die für die Wirtschaftsförderung zuständigen einen breiteren Blick darauf haben und dass sie versuchen, das Gemeinwohl, was das Ziel der Gemeinde sein muss, und die einzelbetrieblichen Ziele der Unternehmen mehr miteinander in Einklang zu bringen, dass die Schnittmenge zwischen den einzelbetrieblichen Interessen und dem Gemeinwohlinteresse größer wird. Und wenn die Kommune schon selbst es schwer hat, auf diesen Weg zu gehen, dann gibt es aber in den letzten Jahren einige gesetzliche Veränderungen, die in diese Richtung weisen. Was wären das zum Beispiel für welche? Beispielsweise die Änderung des Vergaberechtes. Die Kommunen sind ein ganz wichtiger Auftraggeber, wenn es darum geht, Investitionen, private Investitionen auch zu tätigen. Die öffentlichen Investitionen machen, glaube ich, 20% aller Investitionen aus. Das heißt, sie haben auch eine sehr starke Macht, wenn es darum geht, den richtigen Dienstleister, den richtigen Lieferanten zu finden. Und das Vergaberecht ermöglicht es seit der letzten Novellierung den Kommunen leichter als in der Vergangenheit in die Ausschreibungsbedingungen, in die Vergabekriterien, Qualitätsmerkmale oder Merkmale der Ökologie, des Sozialen, der Transparenz, der Partizipation mit einzuarbeiten. Also zum Beispiel eine kleine Gemeinde könnte jetzt nur noch Papier mit blauem Siegel zum Beispiel einkaufen. Das wäre blauem Engel einkaufen. Mit blauem Engel, das wäre das kleinste Problem. Das kann sie natürlich machen. Es gilt, das wirtschaftlichste Angebot zu nehmen. Und das ist ja auch
mit Blick auf die Verwendung von Steuergeldern nur sinnvoll. Allerdings darf wirtschaftlich nicht gleichgesetzt werden mit dem billigsten Angebot. Und da haben wir selbst auch die Erfahrung gemacht, dass in den letzten Monaten erste Ausschreibungen bei uns landen, wo beispielsweise der Preis nur noch 20% ausmacht an der Berechnung des Zuschlags und dass da vereinzelt auch bereits Ausschreibungen auf unseren Schreibtischen landen, wo dann steht Nachhaltigkeitsaspekte 10%. Und an der Stelle wird die Gemeinwohlökonomie dann für jedes Unternehmen auch eine interessante Botschaft an die Auftraggeber. Ich bin in Sachen Nachhaltigkeit gut aufgestellt und umgekehrt für die Gemeinde ein wichtiges Signal bei der Auswahl von Lieferanten und Dienstleistern. Also brauche ich jetzt erstmal nicht gleich einen Gemeinderats- oder Stadtratsbeschluss, Gemeinwohlgemeinde zu werden oder eine eigene Gemeinwohlbilanz zu erstellen, sondern ich kann über den Weg des Vergaberechts vielleicht mich schon gemeinwohlorientierter aufstellen. Gibt es noch andere Wege, wo sich eine Gemeinde mehr auf den Weg nachhaltigen, enkeltauglichen Wirtschaftens begeben könnte? Ich sehe im Wesentlichen zwei Bereiche, die ganz wichtig sind. Zum einen, dass die Gemeinde die Idee der Gemeinwohlökonomie einfach befördern kann. Also im Sinne eines Promoters, der auf allen Kanälen, die einer Gemeinde zur Verfügung stehen, die Idee einfach salonfähig macht. Veranstaltungen durchführen dazu, zunächst allgemeine Informationsveranstaltungen für unterschiedliche Zielgruppen. Wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass man Unternehmer einlädt und sie mit dieser Idee konfrontiert und haben da, weiß Gott, keine negativen Erfahrungen gemacht, in dem Sinne, dass man das nicht hören wollte, sondern in jeder Veranstaltung immer zahlreiche Unternehmen identifizieren konnten, die sagen, ja, wir müssen umdenken. Und das ist dann durch die Gemeinde initiiert worden, ein solches Unternehmerfrühstück, wie es in dem Fall hieß. Aber es gibt natürlich auch andere Dinge, wo die Gemeinde den Gedanken der Gemeinwohlökonomie verinnerlichen kann, ohne selbst eine eigene Bilanz zu erstellen. Das kann ein Werkzeug sein, was man vielleicht dann einsetzt, wenn man ein wenig weiter ist, wenn man auch die nötigen Stimmen hat im politischen Raum. Und da sehe ich beispielsweise die Möglichkeit, dass man in der Bürgerschaft initiiert eine Regionalgruppe, die sich um das Thema kümmert, dass man dieser Gruppe Räumlichkeiten zur Verfügung stellt und so weiter und so fort, Referentenhonorare vielleicht bezahlt. Dann sehe ich die Möglichkeit, dass man Unterstützer ist, wenn es darum geht, Fördermittel zu akquirieren für eine solche Idee. Auch das ist bereits gelungen und von diesen Erfahrungen können auch andere Kommunen profitieren. Dann gibt es sicherlich noch den Bereich, dass die Gemeinden auch die Gemeinwohlbilanz im Kleinen erproben können, indem sie beispielsweise sagen, ich möchte nicht gleich die gesamte Kernverwaltung diesem Prozess, den man nicht unterschätzen darf, das ist Neuland inhaltlich, es ist ein Prozess, der sich ein Jahr hinzieht, ich möchte nicht gleich diese Kernverwaltung dem unterziehen, aber vielleicht hat man gerade einen Umstrukturierungsprozess im Kindergarten, beim Bauhof oder in einem Eigenbetrieb. Dann könnten das geeignete Formate sein, um sich mit diesem Thema Gemeinwohlökonomie auseinanderzusetzen auf kleinerer Ebene und dann zu entscheiden, ob man es auf die nächstgrößere Ebene heben will. Können Sie uns ein Beispiel nennen? Gibt es da schon eine Gemeinde oder eine Stadt, die sich auf den Weg gemacht hat in diese Richtung? Also in Baden-Württemberg sind es die Landeshauptstadt Stuttgart, aber auch jetzt in der Folge die Stadt Mannheim, wo die Entscheidung gefallen ist, dass man Eigenbetriebe einer Bilanzierung unterzieht. Beispielsweise ist es der Hafen Stuttgart oder Abwasserbetriebe Stuttgart. In Mannheim soll jetzt beispielsweise die GmbH bilanziert werden, die sich um die Technologiezentren in der Stadt kümmert. Das können unterschiedlichste Einrichtungen sein. Entscheidend ist, dass es gelingt, das Handeln dieser Einrichtungen in zweifacher Hinsicht zu verstehen. Zum einen als wirtschaftlicher Betrieb, der wie jedes private Unternehmen auch seine Lieferanten hat, seine Finanzdienstleister hat und so weiter. Zum anderen aber auch immer in dieser Vorbildfunktion, die ich eben schon angesprochen habe. Und das heißt, wenn ich diese Vorbildfunktion nochmal nennen kann, dann habe ich eben bereits angesprochen die Rolle der Gemeinde eben als Promoter, als Fürsprecher für die Idee. Und ich möchte eine dritte Ebene nennen, die vielleicht im zeitlichen Ablauf auch die letzte Ebene ist, nämlich zu sagen, Hüter der Gemeinwohlökonomie, dass über den Rahmen, den die Gemeinde festsetzt, etwa bei der Bauleitplanung, dass hier alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um dieses Gedankengut einfließen zu lassen.
Was würde dann dazugehören zum Beispiel? Ja, dazu könnte beispielsweise gehören, dass man dieses ja sehr knappe Gut Boden künftig immer auch in dem Sinne vergibt an eine private Nutzung, indem man einen Kriterienkatalog entwickelt, der über das hinausgeht, wie das in Gewerbegebieten üblich ist, wie viele Arbeitsplätze pro Hektar werden beispielsweise angesiedelt, sondern dass man da mit dem Fokus der Gemeinwohlökonomie auch fragt, welche Produkte sollen denn da hergestellt werden, sollen das sinnhafte Dinge sein? Ist das was für den Weltmarkt oder ist das etwas, wo auch unsere lokale Bevölkerung profitiert? Da ließen sich jetzt viele Elemente nennen, die allerdings dann demokratisch besprochen und abgestimmt werden müssen und dann aber eine transparente Grundlage dafür bieten könnten, wie künftig in einer Gemeinde Grundstücke vergeben werden. Und um einen kleinen Ausblick in die Zukunft, hoffentlich hoffnungsfrohe, gemeinwohlorientierte Zukunft zu machen, an welchen Gemeindeprojekten sind Sie im Moment dran? Wir sind gerade dabei, in 2 bis 3 Gemeinden in Hessen eine Bilanzierung im Jahr 2018 zu starten. Und wir haben darüber hinaus eine Veranstaltungsreihe initiiert, wo wir in den einzelnen Gemeinden unserer Region in Abstimmung mit den Gemeinden Unternehmerfrühstücke durchführen, wo wir die Unternehmer heranführen an die Idee. Und wir sind ein bisschen stolz darauf, dass es jetzt gelungen ist, aus den ersten 4 dieser Veranstaltungen bereits 7 Unternehmen gefunden zu haben, die jetzt in der vorletzten Woche begonnen haben, in einer sogenannten Peer Group eine gemeinsame Bilanzierung zur Gemeinwohlökonomie durchzuführen. Nicht nur in Österreich und Deutschland erstellen Gemeinden und Kommunalunternehmen ihre ersten Gemeinwohlbilanzen. Auch in Südtirol haben die Gemeinden Laas, Latsch, Mals und Schlanders aus dem Finchgau Schritte in Richtung Gemeinwohlgemeinde unternommen. In Spanien zählen die Gemeinden Miranda de Asan und Carcaboso zu den Vorreitern. In der baskischen Gemeinde Orendain wurde die gesamte Bürgerinnenschaft befragt, ob sie den Weg zur Gemeinwohlgemeinde einschlagen möchte. Die Wahlbeteiligung betrug 90%. Die Zustimmung 89,6%. Nun aber wieder zurück in heimische Gefilde. In der letzten Rathaus-Infozeitung hat die Bürgermeisterin Manuela Wanni von Peißenberg den 13.000 Einwohnerinnen und Einwohnern der oberbayerischen Marktgemeinde die Gemeinwohlökonomie vorgestellt und festgestellt, dass ihre Gemeinde bereits einzelne Punkte der Gemeinwohlökonomie umsetzt, ohne sich dessen direkt bewusst zu sein. Hier einige Beispiele. Bei öffentlichen Veranstaltungen darf in Peißenberg kein Wegwerfgeschirr mehr verwendet werden. Glyphosat darf auf gemeindeeigenen Grundstücken nicht ausgebracht werden. Bei kommunalen Sanierungen und Neubauten wird darauf geachtet, dass die Materialien nachhaltig sind. Alles, was vor Ort gekauft werden kann, wird von der Gemeinde auch dort gekauft. Und bei Ausschreibungen wird ein Nachweis gefordert, dass keine Kinderarbeit vorliegt und der Mindestlohn gezahlt wird. Ein Anfang ist somit gemacht. Jetzt muss der Marktgemeinderat entscheiden, ob Peißenberg künftig zusätzlich zum Haushalt auch eine Gemeinwohlbilanz erstellt. Dann würden unter Verwendung der Gemeinwohlmatrix auch das ethische Beschaffungsmanagement, die Beziehungen zu den Bürgerinnen und Bürgern, die Arbeitsplatzqualität, die Förderung ökologischen Verhaltens, die gemeindliche Transparenz, die soziale Gestaltung der Dienstleistungen und einiges andere mehr bewertet werden. Dies hätte den Vorteil, dass die Gemeinde aufgrund der Gemeinwohlbilanz weiß, wo sie steht und wo noch Verbesserungen notwendig sind. Im Mai wird der Gemeinderat darüber entscheiden, ob Peißenberg Gemeinwohlgemeinde wird. Wir haben Bürgermeisterin Manuela Wanni nach den Erfolgsaussichten des Beschlusses gefragt. Also ich denke, wir haben schon einige Beschlüsse, die natürlich in Richtung Nachhaltigkeit gehen, die auch umgesetzt werden. Zum Beispiel? Wir kaufen Fairtrade-Kaffee, wir haben Glyphosat verboten, wir bestellen Ökostrom und solche Dinge halt auch, die vom Gemeinderat beschlossen wurden und auch von der Verwaltung umgesetzt werden. Die Verwaltung hat natürlich Angst, dass sehr, sehr viel Arbeit auf einmal auf sie zukommt und das einfach personell nicht zu machen ist, zumal sie das Thema ja auch momentan relativ schlecht greifen können.
Der Gemeinderat, denke ich, muss sich bewusst werden, dass eben er jetzt nicht einen Beschluss fassen kann und dann setzt die Verwaltung das um, sondern dass natürlich auch viel ehrenamtliche Arbeit dann seitens des Marktgemeinderats erforderlich ist. Aber ich glaube, wenn man das langsam anfängt, dass das durchaus positiv beschieden werden wird. Und wie stellen Sie sich das langsame Anfangen zum Beispiel vor? Also ich würde mir jetzt vorstellen, dass man einen Grundsatzbeschluss fasst, dass man sagt, man möchte in Richtung Gemeinwohlökonomie gehen. Und ich fand jetzt die Idee hier sehr gut zu sagen, nehmen wir doch mal ein Projekt, mit dem fangen wir an, das umzusetzen. Ich würde dem Gemeinderat vorschlagen, ein Teil unserer Grundschule muss saniert werden, dass man das als erstes Projekt nimmt, weil man dann natürlich Lehrer, Schüler und alle auch sehr gut mitnehmen kann und zu sagen, okay, das lasst uns jetzt versuchen und wenn das beendet ist, dann macht man ein Resümee, gut oder schlecht und wenn gut, macht man einfach weiter. Und wie haben Sie im Verlauf dieses Beschlussfassens und Antragseinreichens Lobbyarbeit für diese Idee des nachhaltigen und enkeltauglichen Wirtschaftens gemacht als erste Bürgermeisterin? Also ich habe natürlich mit der Verwaltung viel geredet. Ich denke, der Gemeinderat hat es auch nach außen getragen. Ich habe mir jetzt für unsere, wir haben so eine Zeitung, die erscheint in Peißenberg, eine gemeindeeigene, einen Artikel darüber geschrieben, warum man dahin gekommen ist, sich darüber Gedanken zu machen. Da habe ich einfach gemerkt, wie komplex das Thema ist, das jetzt, sagen wir mal, auf einer Seite so rüberzubringen, dass jemand, der das liest, einfach versteht, worum es geht. Und wenn der Beschluss gefallen ist, denke ich, dann muss man einfach in diese Richtung weitermachen, dass man, wir haben es vorhin schon gesagt, halt immer betont, okay, wir haben jetzt den Beschluss gefasst, der passt eigentlich unter die Gemeinwohlökonomie. Wie stellen Sie sich vor, dass die Bürgerschaft mit diesen neuen Instrumentarium, mit dieser neuen Idee des gemeinwohlorientierten Wirtschaftens umgeht? Ist die Bürgerschaft schon reif für sowas? Ich glaube, man merkt es ja allgemein, wenn man mit den Menschen spricht, dass die sagen, ja, irgendwie ist das, irgendwas stimmt bei uns nicht mehr, irgendwas muss sich ändern, irgendwas müssen wir anders machen. Wenn ich mir Peißenberg anschaue, bei uns sind jetzt auch viele Einzelhandel weggezogen, weil natürlich viel im Internet bestellt wird und die Menschen merken, denke ich jetzt schon, dass es wichtig ist, einfach das Regionale zu unterstützen. Und ich glaube, dass man sie in erster Linie über die Regionalität bekommt und natürlich aber schon auch über die Ökologie. Ja, also wir leben ja in einer schönen Umgebung und die wollen wir ja mindestens behalten, wenn nicht auch noch schöner machen. Also ich denke schon, dass das umsetzbar ist. Wenn Sie da an größere Unternehmen in Peißenberg denken, Unternehmen sind ja auch immer so ein bisschen Motoren für neue Entwicklungen, gibt es da das ein oder andere Unternehmen, wo Sie sagen, die sind mit im Boot oder sind da wirklich noch große Nüsse zu knacken? Also ich vermute, dass da noch sehr große Nüsse zu knacken sind. Und wo glauben Sie, können Sie Allianzen schmieden, dass diese Nüsse dann zu knacken wären vielleicht in Zukunft? Also ich würde mit den Handwerkern anfangen. Ich würde mit den Handwerksbetrieben anfangen, weil auch mein Mann selber Handwerker ist. Ich glaube, dass das die Ebene ist, wo man sich am leichtesten tut und vielleicht auch noch im Einzelhandel. Bei den ganz großen Firmen, ich denke, müsste man einfach erst mal vorfühlen, wie das gesehen wird. Gibt es vielleicht andere Nachbargemeinden, die schon unterwegs sind, wo Sie sagen, da könnte man abgucken? Und wenn ja, welche wären das? Neben uns ist ja Wessobrunn, die haben den Beschluss vor 2 Monaten gefasst und der Herr Dinter und ich, also Bürgermeister von Wessobrunn, wir sind eh in engem Kontakt und ich hoffe natürlich schon, dass wir dann zusammenarbeiten können werden und ich habe auch vor 2 Wochen mal die anderen Bürgermeister aus der Umgebung eingeladen, um einfach mal über dieses Thema zu sprechen. Während sich im bayerischen Oberland die Peißenberger Bürgermeisterin in Zukunft mit anderen engagierten Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen zusammensetzen und über Kooperationen zum gemeinwohlorientierten Wirtschaften diskutieren will, hat ein ganzer Stadtteil von Barcelona mit 170.000 EinwohnerInnen den Bilanzierungsprozess nach der Gemeinwohlökonomie bereits begonnen. Und die viertgrößte Stadt Spaniens, die Stadt Sevilla, hat einen Kooperationsvertrag mit dem andalusischen Gemeinwohlökonomieverein unterzeichnet, in dem sie die Absicht erklärt, Gemeinwohlgemeinde zu werden und ein Kooperationsnetz mit weiteren europäischen Gemeinden zu gründen. All diese Kommunen, die sich schon heute auf den Weg eines alternativen Wirtschaftens machen,
haben verstanden, dass sie mit einer Gemeinwohlbilanzierung nicht nur ihre eigene wirtschaftliche Tätigkeit besser messen können, sondern vor allem besser einschätzen lernen, wie gut oder eben noch nicht so gut sie die Rahmenbedingungen für das Gemeinwohl setzen und dabei die Gesellschaft mit einbeziehen. Für einen ersten Einstieg in diese Art des Gemeindescreenings bietet sich der Schnelltest für Gemeinden an, der zum Beispiel folgende Fragen für eine erste generelle Klärung stellt. Gibt es ein nachgewiesenes kommunales Controlling? Das heißt, werden alle zugekauften Produkte und Dienstleistungen intern nach eigenen Richtlinien oder extern zertifiziert? Zum Beispiel mit dem Label Bio, Fairtrade, dem Label Blauer Engel oder anderen. Arbeitet die Gemeinde ausschließlich mit ethisch-ökologischen Finanzdienstleistern und veranlagt und finanziert sich dort zu 100%? Fördert die Gemeinde ein ökologisch nachhaltiges Verhalten ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen durch umfassende Weiterbildungsmaßnahmen und finanzielle Förderungen, zum Beispiel durch Anbieten von biologischer und regionaler Ernährung oder die Bereitstellung umweltfreundlicher Verkehrsmittel? Gibt es in der Gemeinde ein Leitbild, das in den Strukturen und Prozessen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern umgesetzt wird? Arbeitet die Gemeinde aktiv an der Erreichung des Energieautonomiezieles? Werden eigene Ziele zur Verringerung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen definiert und umgesetzt? Zum Beispiel in Bezug auf Elektrosmog, Wasserschutz oder Schutz vor Überschwemmungen? All diese Fragen und viele mehr können auch auf der Website www.ecogood.org heruntergeladen werden. Dort finden Sie auch Ideen, wie Sie als Mitglied einer Gemeinde erste mögliche Schritte anstoßen können, damit Ihre Gemeinde eine Gemeinwohlgemeinde wird. So könnten Sie zum Beispiel anregen, dass auf einer BürgerInnenversammlung oder in einer Gemeinderatssitzung die Gemeinwohlökonomie vorgestellt wird. Dies könnte dazu führen, dass die Gemeinde zunächst einmal nur Mitglied bei der Gemeinwohlökonomie wird. Oder dass sie darüber in ihrem Mitteilungsblatt oder auf der Homepage berichtet und die Gemeindeangehörigen, vor allem aber zukunftsorientierte lokale Unternehmen, dadurch umfassender informiert werden. Die Gemeinde könnte als ersten Schritt den Schnelltest und eine Art Risikoprüfung durchführen in jenen Bereichen, in denen Handlungsbedarf besteht. Sie könnte aber auch entscheiden, gezielt zunächst eine Gemeinwohlprüfung nur einer bestimmten Investition oder einer bestimmten Infrastrukturmaßnahme durchzuführen. Denkbar wäre darüber hinaus, die kommunale Vergabepraxis auf die neuen, seit 2016 gesetzlich erweiterten Vergabemöglichkeiten hin zu überprüfen und vermehrt ethische und sozialökologische Kriterien zur Bedingung bei der Auftragsvergabe zu machen. Wie Sie sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, auch Ihre Gemeinde oder Ihre Stadt zukunftsfähig zu machen. Es braucht nicht gleich einen Grundsatzbeschluss des Gemeinderates, wobei ein solcher sicher eine hilfreiche Grundlage dafür wäre, die globalen Nachhaltigkeitsziele lokal bei Ihnen vor Ort zu erreichen. Und übrigens, für all die erwähnten Schritte gibt es finanzielle Unterstützung aus dem EU-LEADER-Förderprogramm oder von Stiftungen. Damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Ein herzliches Dankeschön geht an Radio Lora und an die Tontechnik. Die nächste GWÖ-Sendung können Sie am Montag, den 28. Mai ab 20 Uhr hören. Am Mikrofon verabschieden sich Andrea Behm und Reinald Schwarz, die Ihnen noch einen wunderschönen Abend wünschen. Zum Gemeinwohl! Im Land, in dem ich leben will, herrscht Demokratie und statt skrupellosem Kapitalismus Gemeinwohlökonomie. Ein Land, das seine Ärmsten nicht noch zusätzlich sanktioniert und das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen zumindest einmal ausprobiert. Dann herrschte nämlich von vornherein viel mehr Gerechtigkeit und für das, was wirklich wichtig ist, bliebe viel mehr Zeit. Ich wünsche mir ein Land, wo man sich gegenseitig unterstützt, wo man Mensch und Tier und Umwelt und Minderheiten schützt.